Hi. Du hast eine Quest, das ist schön. Was hast du in der Kiste? Zeug. Steigerungsbuch. Benutzen. Attributspunkt erhalten. Den, den ich verloren hatte. Ja, dann gleich mal her damit. Wunderbar. Seid gegrüßt, Reisender. Ich wünschte, die Umstände würden es erlauben, dass euch die Champions dieser Festung herzlicher willkommen hießen. Der Tod von Svadilfari ist meine Pflicht gegenüber den Champions und mein höchstes Ziel zugleich. Was bereitet euch Sorgen? Die Kriegsrollen der Goblins haben den Soldaten Tag und Nacht keine Ruhe gelassen. Dieser bösartige Abschaum hat es sogar gewagt, die Festung und den Hafen hier anzugreifen. Okay. Und das alles, weil ihr Anführer Svadilfari sich vorgenommen hat, alles Menschliche in den Orobas-Fjorden zu vernichten. Wie viel würdet ihr mir für seine Ermordung bezahlen? Das alles hat also erst vor kurzem angefangen. Ganz genau. Die Goblins waren schon immer ein wilder Haufen, aber sie legten sich nie mit uns an, bis Svadilfari sie schließlich alle vereinte. Der Preis auf seinen Kopf ist nicht geringer als eine Kiste voller Gold. Das höchste Kopfgeld, das die Champions je ausgeschrieben haben. Wenn ich ihn je treffen sollte, werde ich ihn einen Kopf kürzer machen. Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Ihr werdet aber gegen das ganze Dorf kämpfen müssen, um zu ihm durchzudringen. Dennoch hoffe ich, dass ihr Erfolg habt. Erzählt mir mehr über Svadilfari. Ein mächtiger Goblin-Schamane und Häuptling des Rothammer-Stammes. Ein solch gerissener und mutiger Anführer stellt immer eine große Gefahr dar. Aber Goblins sind für gewöhnlich zu widerspenstig, um organisiert in den Krieg zu ziehen. Das genau ist der Grund, warum wir bisher nur kleinere Kämpfe mit ihnen auszufechten hatten. Doch das hat sich plötzlich geändert. Wir haben Katapulte gebaut, mit denen sie unsere Zeppeline angreifen können. Wir hatten keine Ahnung, dass sie in der Lage sind, solche Waffen zu bauen. Daher kam ihr Angriff auch vollkommen überraschend für uns. Das war die schlimmste Stunde der Champions. Okay. Ihr seid der befehlshabende Offizier dieser Festung? Das bin ich. Zumindest vom Hafen. Ich befehlige die Truppen, die die Fjorde bewachen. Sowohl in den Zeppelinen als auch am Boden. Wir beschützen Reisende und Händler, die ins Trümmertal unterwegs sind oder nach Flussheim fliegen. Das war früher eine recht angenehme Arbeit außerhalb der Stadt, in der wunderschönen Natur. Aber in der letzten Zeit kommt es mir so vor, als ob ich in einem Monat mehr gealtert bin als zuvor in 5 Jahren. Goblins, Trolle, Wivern, sie scheinen alle unter dem Einfluss einer höheren Macht zu stehen. Weiß der Teufel, was da wirklich vor sich geht. Noch einen schönen Tag, Hauptmann. Noch eine schöne Jagd. Jo, okay, Kopfgeld auf einen Schamanen. Alles klar. Ich bin müde, nervös und habe Angst vor dem Tod. Ist das Soldatenleben nicht wundervoll? So kann man's aussehen. Ah, ein Drachentöter. Kommt und trinkt ein Bier mit uns. Hey, wenn ihr einen Goblin seht, tötet ihn, ja? Spart uns Champions eine Menge Zeit. Es tut mir leid, Drachentöter. Nur Champions dürfen die Festung betreten. Die vielen Wunder darin sind nur für die Augen unseres heiligen Ordens bestimmt. Ja, toll. Ich würde ja liebend gern, aber... Gut, hier oben ist noch was. Oh, sogar 2 Quests, wie es aussieht. Verbrechensstatistik Orobasfjorde. Interessant. Liste der Verbrecher, die in den vergangenen 12 Monaten gefangen oder getötet wurden. Killigan, der Entführer von Alaroth. Getötet durch Sianus, der sich wagemutig als Frau verkleidete, sich entführen ließ und dann seinen ursprünglich gewaltlosen Plan ändern musste, als Killigan anfing, ihn ans Bett zu fesseln. Birgitta, die Giftmeuchlerin von Verdistis. Hat sich selbst getötet, offenbar unabsichtlich. Torte, der Karnickelschlechter. Gefunden im Gebüsch, wurde offenbar zu Tode geprügelt, war teilweise von blutbesudeltem weißem Fell bedeckt. Oh. Etwa ein Hinweis auf einen Killer-Karnickel?
Ja. Was haben wir hier? Gesucht. Wenn ihr einen der folgenden Schurken töten konntet, wendet euch wegen der Belohnung an Sejanus. Barnabas der Bleiche, gemeiner Nekromant in seiner Höhle. Bringt seinen Streitkolben als Beweis für seinen Tod. Erklärt, warum ich ihn nicht wegpacken kann. Ragon, der Halsabschneider der Fjorde, versteckt sich höchstwahrscheinlich in Grotten. Bringt seinen Ring als Beweis für seinen Tod. Ein Grund dafür, dass ich den Ring nicht wegpacken kann. Okay. Alutik, der Beobachter, Geißel der alten Mine. Bringt seine Maske als Beweis für seinen Tod. Hab ich auch. Okay, Mohr, gesucht in den Fjorden, Betrüger und Erpresser. Bringt sein Buch als Beweis für seinen Tod. Den habe ich noch nicht gefunden. Und Alrik, Anführer der Imps, treibt sich in den Fjorden herum, auf der Suche nach Blut, das er vergießen könnte. Bringt seine Halskette als Beweis für seinen Tod. Gut, verlassen. Ihr geht fort. So. Damit habe ich auf jeden Fall schon... Die Fjorde sind gefährlich, aber ich bin froh, dass ich gerade nicht in Allerrot bin. Du sagst es. Es heißt, dass die Straßen nur so von schrecklichen Monstern wimmeln. Ich hoffe nur, dass die Champions von der Garnison die Stadt halten können. Sie stehen unter dem Befehl von General Augustus. Sie werden es schon schaffen. Perfekt. Ihr habt Söldner gut in euch, ganz sicher. Ich habe da ein Problem mit ein paar Trollen und ich zahle gut. Lasst uns also ins Geschäft kommen. Brutus Kopf ist nur voller Sorgen. Allerrot, Trolle, Goblins und natürlich der schwarze Ring. Was war denn im Moment mit ich zahle gut? Warum schickt ihr nicht einfach ein paar eure Männer? Ich helfe den Champions von Allerrot gerne. Genau das wollte ich hören. Hört mir zu. Gestern kam ein Mann aus Hohenzell angerannt und behauptete, dass die Siedlung von Trollen angegriffen würde. Ich habe einen meiner besten Soldaten, Quintus, hingeschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Geht nach Hohenzell und kümmert euch um die Sache. Ich fürchte, die Lage könnte ernst sein. Ich bin zu Quintus begegnet. Er hat mich gebeten, mich um einen Magier zu kümmern, aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Dann lebt er noch. Gut. Tut, um was er euch gebeten hat. Die Belohnung steht noch. So. Was ist hier? Okay. Seid willkommen im Hafen. Kann ich euch irgendwie helfen? Wo ist noch einmal mein Versteck? Ich glaube, in der Ecke bei den großen Pins. Okay, interessant. Ach ja, okay. Gibt es etwas, das ich für die Champions tun kann? Aber klar. Seht ihr die Tafel dort drüben? Darauf findet ihr Beschreibungen der schlimmsten Kriminellen, die hier in den Fjorden gesucht werden. Bei all den großen Problemen, die wir haben, können wir niemanden für die Suche nach ihnen entbehren. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja darum kümmern. Ich habe Barnabas getötet. Hier ist ein Streitkolben. Sehr gut. Das Gold habt ihr euch redlich verdient. Bringt ihr die persönlichen Gegenstände dieser Halunken und das Geld wird weiter fließen. Was hat zu diesem Unglück in unserer Stadt der Heiler geführt? Deodatus ist an allem schuld. Daran besteht kein Zweifel. Ich wette, du hast recht. Der verdammte Irre legt sich immer mit Kräften an, die er nicht kontrollieren kann. Sie sollten ihn einsperren, wenn das hier alles vorbei ist. Wenn es überhaupt irgendwann vorbeigeht. Hattet ihr Glück bei der Suche nach diesen Halunken? Ich habe Ragon getötet. Hier ist sein Ring. Sehr gut. Das Gold habt ihr euch redlich verdient. Bringt ihr die persönlichen Gegenstände dieser Halunken und das Geld wird weiter fließen. So. Hattet ihr Glück bei der Suche nach diesen Halunken? Ich habe Alutik getötet. Hier ist seine Maske. Sehr gut. Das Gold habt ihr euch redlich verdient. Bringt ihr die persönlichen Gegenstände dieser Halunken und das Geld wird weiter fließen. Jo. Gut, wir haben gerade noch was von dem Versteck gehört bei Pilzen in der Ecke. Etwa hier? Aber hier sehe ich nichts. Es war nicht da hinten, ich habe gerade geguckt, wo der Schlüssel war, da waren wohl keine Pilze. Also müssen wir nochmal auf der anderen Seite gucken. Sonst sind hier keine Pilze. Es ist nur noch in dieser einen Ecke. Da hinten. Ach ja. Ist genug, auf jeden Fall genug Zeug, dass man sich hier oder
Ah ja. Ein Goldbeutel. Mhm. Ja gut, ist ganz nett, aber jetzt nicht so die geilste Belohnung, die ich mir erwartet hatte. Aber immerhin irgendwas. Und ich bin immer froh über kleinere Geschenke. So. Gut, das war dann erstmal der Hafen. Dann kann ich ja weitergehen. Wobei ich mich gerade frage, ob ich nochmal mit Sepp reden musste. Er ist auf jeden Fall auf der Karte markiert. Ich gehe mal hoch. Sepp. Nein, du bist nicht Sepp. Bist du Sepp gewesen? Ja. Hallo, wollt ihr nach Alleroth fliegen? Ich möchte den Zeppelin nach Alleroth nehmen. Ne, wir sehen uns Sepp. Bis später. Ich will noch nicht nach Alleroth. Noch nicht jetzt. Gut. Dann geht's weiter. Ich speichere mal zwischen, damit ich nicht alles wieder nachmachen muss. Gerade bei den zwischenmenschlichen Aktionen vergesse ich immer ganz gerne zu speichern und dann... Ja, dann habe ich wieder eine ganze Menge zu tun. Okay. Ihr seht, da hinten geht es noch ordentlich weiter. Das ist jetzt der restliche Weg zum der Fjorde. Hier ist das Drachentöterlager. Da werde ich bestimmt kämpfen müssen. Weil die hassen mich ja bestimmt. Wen haben wir denn da? Einen Drachentöter, der alleine in Rivellon unterwegs ist. Es freut mich, euch zu sehen. Ja, außer wenn Roda da ist. Sie haben den Kelch auf dem Fest letzte Woche wie einen gewöhnlichen Krug missbraucht. Diese Jungen haben überhaupt keinen Respekt vor dieser fast schon heiligen Reliquie. Drachentöter? Kann man mich nicht mehr nennen, mein Lieber. Nein. Ihr legt ein recht großes Vertraulichkeit an den Tag, angesichts der Tatsache, dass ich im Rang über euch stehe. Ich freue mich ebenfalls, euch zu sehen. Es ist stets eine Freude, auf andere Drachentöter zu treffen. Genau meine Rede. Na, was kann ich für euch tun, mein Freund? Wer weiß, bestimmt kommt gleich Roda und sagt, hey, es ist der Verräter, es ist der Drachenritter. Ich bin gekommen, den Kelch des Drachen zu holen. Kann ich meinem Drachentöter-Freunden irgendwie behilflich sein, wenn ich schon mal hier bin? Es könnt ihr mir über den Angriff auf Urobas erzählen. Was ist hier das hier für ein Ort? Nur ein einfaches Ausbildungslager, dem wir mittlerweile den wenigen örtlichen Rekruten unser Handwerk beibringen. Aber vor kurzem ist hier etwas sehr Seltsames vorgefallen. Okay. Wir waren gerade mitten in einer Übung, als plötzlich unser Waffenlehrer Tannet von einer Lichtsäule erfasst wurde und verschwand. Ah. Ich weiß nicht, was für eine böse Magie dahinter steckt, aber ich hoffe, dass es ihm gut geht. Ist das nicht... Ja, komm, ich glaube, dass ich weiß, wer es ist. Das war der, der jetzt auf der Insel gestorben ist, weil er zu schwach für Mosa war. Was könnt ihr mir über diesen Angriff auf Urobas erzählen? Das war der größte Triumph der Drachentöter hier in diesen Fjorden, die seinen Namen tragen. Eine Stunde lang bombardierten die Zeppeline das Schlupfloch des Urobas in den Bergen, bevor sie zum Direktangriff übergingen. Der Verräter schaffte es zwar, sich zu verschanzen, aber das tat dem Triumph der glorreichen Drachentöter keinen Abhang. Lord Arden fand den Kelch des Drachen in den Ruinen und stellte ihn hier als Erinnerung an diese ruhmreiche Schlacht auf. Kann ich meinen Drachentöterfreunden irgendwie behilflich sein, wenn ich schon mal hier bin? Da ihr es jetzt ansprecht, es gibt da eine kleine Sache. Nach dem Verschwinden von Kenneth haben wir einen Drachentöter eingesperrt, einen ganz wilden. Gestern ist er durchgedreht und hat einen Drachentöter ermordet. Er soll zwar nach Flussheim gebracht werden, aber ich will jetzt sofort Gerechtigkeit. Ich will, dass Saul stirbt. Ich werde den Mann nicht einfach töten, nur weil ihr ihn unter der Erde sehen wollt. Ich will davon nichts hören. Ist ja gut, ich bin schon still. Dann werden sie sich in der Akademie um ihn kümmern, wenn er vorher keinen Unfall erleidet. Mach's weiter, Chilian. Ein Lager der Drachentöter.
wie abstoßend. Ich weiß, dass ich gerade eben gespeichert habe. Dann werde ich es vielleicht doch machen. Wen haben wir denn da? Einen Drachentöter, der alleine in Rivellon unterwegs ist. Sie haben, diese Jungen haben überhaupt keinen Respekt vor dieser fast schon... Ich probiere mal was anderes. Die Vertraulichkeit. Oh, ich bitte um Verzeihung. Was kann ich für euch tun? Ja, okay. Nur ein einfaches Ausbilden, aber vor kurzem ist hier jemand, ich weiß nicht, was für eine... Ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn ich das... Wenn ich sage, dass ich Drachentüter nicht mehr genannt werden kann. Vielleicht, weil keine Drachen mehr da sind, das könnt ihr dann auch noch sagen. Wen haben wir denn da? Einen Drachentöter, der alleine in Rivellon unterwegs ist. Ja, drei. Was? Ich verstehe nicht. Ich bin nun der letzte Drachenritter und gekommen, um mir den Kelch zu holen. Der Drache, den Sie jagen? Ihr? Das ist unmöglich. Übergebt ihn mir einfach oder ich mache euch mir auf meinen Zorn gefasst. Ihr habt den größten Verrat in der Geschichte der Drachen begangen. Drachentöter, auf diese Missgeburt! Ein Lager der Drachentöter. Jo, alles klar. Das passiert, wenn ich das sage. Gut, wollte ich bloß mal getestet haben. Also, mein Ziel ist es... Wen habt ihr denn da? Genau meine Rede. Vier. Aber vor kurzem waren wir... Ja, machen wir das. Sie haben diese Jungen haben... Ich weiß nicht, was für ein... Das... Eine Verräter Lord Arden fand den Kelch des Drachen in den... Da ihr es jetzt nach dem Verschwinden... Er soll zwar nach Flussheim gebracht werden... Kein Problem, doch die Gerechtigkeit hat ihren Preis, genauso wie ich auch meinen habe, wenn ihr versteht. Ich denke, ich kann euch da entgegenkommen. Tötet Sauer und ich gebe euch so viel Gold, dass ihr es alleine nicht tragen könnt. Ich bekomme die Unitärkirche des Drachen zu holen. Unsere Reliquie? Warum wollt ihr sie? Ihr habt mir keine Fragen zu stellen. Auf meinem Kamin sind wir voll zur Geltung gekommen. Ich benötige ihn, um den gefangenen Drachenritter Orobas zu befreien. Ihr macht wohl Scherze, oder? Überhaupt nicht, aber dennoch will ich diesen Kelch haben. Wir können den Kelch leider nicht einfach so hergeben. Würdet ihr ihn vielleicht gegen Lord Arbens Schwert eintauschen? Es ist mir im Trümmerteil in die Hände gefallen. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass der Kelch hier nicht so geehrt wird, wie ihm gebührt. Wer? Nun ja, ich glaube, das stimmt. Ich möchte dafür sorgen, dass er den nötigen Respekt erhält. Ich könnte natürlich auch das Schwert ergeben. Es bringt mir ja eh nichts, aber... Ach komm, wir mal... Oder... Ich glaube, das Grab von dort oben wäre ein besserer Platz für den Kelch. Okay. Ihr habt recht, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Hier habt ihr den Schlüssel zur Truhe. Passt gut auf unsere Reliquie auf. Okay. Ein Lager der Drachentöter. Wie abstoßend. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Relativ friedliche Möglichkeit. Ist natürlich sehr... Ja... Talana mag das nicht wirklich, war ja zu erwarten. Goblin-Leichen. Ich höre doch irgendwas. Ich liebe den Geruch von brennenden Goblins am Morgen. Das ist der Duft eines weiteren Triumphs der Drachentöter. Ja. Passt gut auf diesen Kelch auf. Hütet ihn besser als euren Oakapfel. Ihr macht euch großartig, Drachentöter. Ich kann mir keinen besseren Platz für den Kelch vorstellen als Lord Arbens Gruft. Ja, mal gucken, ob das auch so bleiben wird. Wenn ich einen Kelch habe, kommt bestimmt Roda mal kurz vorbei. Geschichte der Drachentöter, Teil 3. Der große Erfolg der Drachentöter brachte ihnen beinahe legendären Ruhm ein. Auch wenn ihr Ansehen lange währen sollte, so war ihr Feldzug doch von kurzer Dauer. Rivellon wurden von den Drachen gesäubert und in den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde nur eine Handvoll alten Rasse gesichtet und daraufhin getötet. In dieser Zeit ist auch die Zahl der Drachentöter stark zurückgegangen. Die Notwendigkeit für eine Armee ist nicht mehr vorhanden und mittlerweile existieren nur einige wenige ausgewählte Drachentöter, die niemals Frieden finden werden, bis sie an ihrem ultimativen Ziel angekommen sind, den allerletzten der Drachenritter zur Strecke zu bringen. Jodokus Lypsius, Hofhistoriker. Erste Auflage, HG von Alte Presse, wer ist das? Okay. Ich
weiß nicht, was HG heißt. Herzog? Nee, oder? Grüße, Drachentöter. Jawohl. Ich bin wirklich... Ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich hier noch... ja, verarscht werde.